Freunde, es ist soweit. Konami hat es endlich getan. Wie einige von euch vielleicht bereits mitbekommen haben, hat in den vergangenen Tagen ein Upgrade der Turnier-Policy von Konami bezüglich Yu-Gi-Oh! Events die Runde gemacht. Und ich sag mal so, das Ganze ist auf ziemlich viel Kritik gestoßen, obwohl ich persönlich das aus einem bestimmten Grund sogar befürworte. Für diejenigen von euch, die gar nicht wissen, worum es geht, hier mal ein kurzes Update. Für die bald anstehende Yu-Gi-Oh! EM hat Konami die Turnierrichtlinien angepasst. Und diese Anpassung ist erstmal auch nur für dieses Event so. Es ist allerdings recht wahrscheinlich, dass das Ganze auch in Zukunft für YCSs, Nationals und so weiter angepasst wird. Auch wenn das, wie gesagt, noch nicht 100% bestätigt ist. Diese Regeländerung besagt, dass Duellanten ausschließlich einfarbige oder offiziell Konami-lizenzierte Hüllen und Spielmatten benutzen dürfen. Außerdem muss man für das Feature-Match die Hüllen und die Matte anpassen an das, was Konami vorgibt. Das war aber schon immer so, also das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Die genannten Gründe hierfür sind, dass Judges nicht mehr so viel Zeit dafür verschwenden müssen, sich Spielmatten und Hüllen anzuschauen und natürlich das ganze Event auch altersgerecht zu halten. So viel erstmal zum offiziellen Statement. Meine Ansicht dazu kommt gleich. Was bedeutet das Ganze jetzt erstmal für uns als Spieler? Zum einen dürfen keine Custom-Playmats oder ähnliches mehr benutzt werden. Es dürfen ausschließlich einfarbige Matten benutzt werden, also die zum Beispiel komplett schwarz, komplett weiß, komplett blau, rot, was auch immer sind, oder halt Matten, die Konami selber zur Verfügung stellt. Das bedeutet, diese Spielmatten, die man im Laden kaufen kann, die halt offiziell von Konami sind, oder beispielsweise Spielmatten, die man auf Turnieren gewonnen hat oder sonstiges. Mit anderen Worten, das hier ist okay, aber das hier zum Beispiel ist nicht okay. Und auch das hier, was eine Matte ist, die ich selbst habe designen lassen, ist ebenfalls nicht okay. Und was Höhen betrifft, ist zum Beispiel sowas hier okay, wenn es fokussiert. Aber auch unter anderem sowas hier, was aus der Magnificent Mavens Collection ist, was ja ein offizielles Konami-Produkt ist. Das bedeutet also, diese Hüllen wurden offiziell von Konami zur Verfügung gestellt. Aber zum Beispiel diese Hüllen hier, die nicht von Konami zur Verfügung gestellt wurden und ein Demon Slayer-Motiv haben, das ist natürlich auch nicht okay. Versteht mich übrigens nicht falsch. Auch Produkte, auf denen beispielsweise Seto Kaiba oder ein weißer Drache oder sonstige Yu-Gi-Oh! Charaktere drauf zu sehen sind, die aber nicht offiziell von Konami sind, sind ebenfalls nicht erlaubt. Das ist natürlich extrem schade für alle Leute, die sich beispielsweise Custom Playmats oder Custom Sleeves erstellt haben oder beispielsweise Spielmatten aus anderen TCGs benutzt haben. Das alles geht jetzt nicht mehr. Zumindest auf der Europameisterschaft. Ob es danach noch auf weiteren Turnieren so kommt, ist wie gesagt noch nicht ganz bestätigt, ist allerdings relativ wahrscheinlich, dass es zumindest bei den, ich sag mal, höher angesehenen Events wie beispielsweise YCSs oder Nationals oder so ebenfalls der Fall sein könnte. Für die aktuell anstehende deutsche Meisterschaft gilt diese Regel übrigens noch nicht, also da könnt ihr erstmal noch machen, was ihr wollt. Wie gesagt, tut es mir extrem leid für die Leute, die jetzt sehr viel Geld in Custom Playmats oder ähnliches investiert haben und das Ganze dann bald höchstwahrscheinlich nicht mehr auf offiziellen Turnieren benutzen dürfen. Das ist natürlich extrem schade und wie gesagt, das finde ich persönlich auch nicht cool, vor allem auch angesichts der Tatsache, dass Konami keine Alternative wirklich bietet. Also ja, sie bringen einmal im Jahr irgendwie Hüllen und Spielmatten raus, aber gut, dann spielt halt jeder gefühlt dieselbe Matte, es sei denn, man kauft sich irgendeine einfarbige Matte, ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Also ich glaube, wenn Konami eine Möglichkeit bieten würde, sich selber Custom Playmats zu designen, nicht von einem Drittanbieter, sondern von Konami selbst, oder wenn sie einfach mehrere Spielmatten rausbringen würden als ein oder zwei im Jahr, abgesehen von denen, die du auf Turnieren gewinnen musst, weil das kann man nicht wirklich mitsehen, ich meine, Bro, also es kann ja nicht sein, dass du ein Turnier gewinnen musst, um eine Matte zu bekommen, die du benutzen kannst. Das ist ja Schwachsinn so. Ich glaube, dann würden sich auch nicht so viele Leute beschweren. Aber wie gesagt, so wie es aktuell gelöst ist, tut es mir einfach für die Leute leid, die sich einfach eine nette Custom Playmat mit ihrem Lieblingsmonster oder Lieblingscharakter erstellt haben und die jetzt nicht mehr spielen dürfen. Aber, und da kommt jetzt ein ganz dickes Aber. Gott sei Dank ist das auch gleichbedeutend mit keine Hentai-Matten mehr. Auch wenn das als offizieller Grund mehr oder weniger angeführt wurde, denn es geht ja hier um auch Kinder zu schützen, das hat Konami ja selber in dem Statement gesagt, glaube ich zwar nur, dass das mehr so ein Nebenprodukt ist und der eigentliche Grund ein anderer ist, aber dazu kommen wir gleich vielleicht noch. Aber so oder so ist das eine Sache,
die einfach endlich mal passieren musste. Ich meine, Real Talk, wie kann es sein, dass erwachsene Menschen mit irgendwelchen halbnackten Girls auf ihren Spielmatten, auf Turnieren in der Öffentlichkeit erscheinen? Ich verstehe es nicht. Was ihr zu Hause macht, was ihr privat auf eure Matten druckt und was ihr damit letztendlich veranstaltet, ist mir scheißegal. Aber warum muss man zu einem Turnier, wo 3000 Leute hingehen, eine Spielmatte mitbringen, die offensichtlich sexuellen Content darstellt, wo sogar Kinder anwesend sind? Und bevor jetzt irgendwer kommt, ja, Yu-Gi-Oh! Ist hauptsächlich ein Spiel für Erwachsene, aber erstens mal, selbst ich als Erwachsener will nicht sehen, was deine Fantasien sind auf deiner Spielmatte, und zweitens, nur weil nicht so viele Kinder vor Ort sind, bedeutet es nicht, dass keine da sind. Ob jetzt von 3000 Leuten 2900 erwachsen sind und die anderen 100 sind minderjährig, bedeutet einfach trotzdem nicht, dass da keine Kinder rumlaufen und die nicht geschützt gehören. Was ist eigentlich falsch mit Yu-Gi-Oh! Spielern bzw. mit der Anime-Community generell, dass Anime immer als Legitimation benutzt wird, um irgendwelche Kinks in der Öffentlichkeit zu zeigen? Real Talk, was ist das? Warum ist das so? Nicht zu sagen, dass das auf die meisten zutrifft. Ich denke, die meisten Leute haben bei ihren Spielmatten einfach ganz normale Motive, keine Ahnung, einfach Lieblingskarte auf der Spielmatte gedruckt oder so, und wie gesagt, dafür tut es mir auch unendlich leid, dass die Leute das jetzt nicht mehr benutzen können, vor allem wenn sie extrem viel Geld dafür bezahlt haben. Aber auf der anderen Seite tut es einfach gut zu wissen, dass Leute mit ihren Hentai-Matten jetzt keine Menschen mehr damit belästigen können. Real Talk, das ist doch einfach mit der Hauptgrund, warum Leute immer denken, dass alle Nerds weird sind. Und das sind wir eigentlich nicht alle, aber die Leute, die das machen, sind halt einfach viel lauter und fallen eher ins Auge. Wie gesagt, macht in eurer Freizeit, was ihr wollt. Es ist okay, Vorlieben zu haben, es ist okay, Kinks zu haben. Aber macht das bitte zu Hause oder nur in Spaces, wo Leute Consent geben. Ich meine, es gibt nicht umsonst beispielsweise R18 Fanart auf Conventions. Aber da kommst du dann nur in diese Bereiche, wenn du auch 18 bist und nur wirklich da rein willst. Du wirst damit nicht einfach so konfrontiert. Das ist genauso wie dieser eine Typ, der irgendwie unter jedem meiner Videos schon mindestens 20 Mal diesen einen Kommentar geschrieben hat mit: Ja, also ich finde halbnackte weibliche Körper mit fetten Brüsten halt anziehend. Ja, juckt halt nicht. Find doch anziehend, was du willst. Es ist mir scheißegal, was irgendwelche Leute hot finden, was für Kinks man hat. Keine Ahnung, mach doch, was du willst. Ist doch in Ordnung, aber das muss doch die Welt nicht wissen. Wieso können erwachsene Menschen das nicht für sich behalten? Und wieso wird Anime immer als Ausrede dafür benutzt, das irgendwie in der Öffentlichkeit auszuleben? Ich verstehe das nicht. Ist es zu viel verlangt, dass ich nichts mit deiner sexuellen Fantasie zu tun haben will und das Ganze nicht auf deiner Spielmatte sehen möchte? Junge, das ist aber die zweite Regel, die für Yu-Gi-Oh! Spieler eingeführt werden musste, weil sie einfach in ihrer eigenen Dimension leben. Erstmal muss man ins Regelwerk schreiben, dass man vor einem Event zu duschen hat, weil das scheinbar nicht normal ist, für Menschen zu duschen und sie deshalb den ganzen Laden voll stinken. Und jetzt wird das noch als Regel eingeführt. Ist das denn nicht irgendwo normaler Menschenverstand, dass du auf einem öffentlichen Event nicht mit deinen komplett sexualisierten Matten ankommst? Ist das zu viel verlangt? Deshalb, danke Konami. Aber wie gesagt, ich persönlich gehe davon aus, dass das eigentlich mehr so ein Nebeneffekt ist und nicht unbedingt der Hauptgrund ist. Das, was ich jetzt sage, ist zwar nur Spekulation und kann ich natürlich nicht beweisen, und das ist einfach nur meine Theorie, und ob man die teilt oder nicht, ist ja dahingestellt und kann jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist ja kein Geheimnis, dass in Japan, gerade was Yu-Gi-Oh! Betrifft, Lizenzen immer schwierig sind. Konami ist ja nicht der einzige rechte Inhaber, was Yu-Gi-Oh! Angeht, sondern da gibt es auch noch Shueisha und Studio Dice und keine Ahnung, wer da noch irgendwie ein 1/28 von den Lizenzen hat. Ich arbeite natürlich nicht mehr mit Konami zusammen und ich habe auch keine internen Informationen oder sonstiges, aber als Außenstehender kann ich mir vorstellen, dass es eventuell auch etwas mit der rechtlichen Situation zu tun haben könnte, dass man eben solche Sachen nicht darstellen darf. Und das gilt jetzt nicht nur für übersexualisierten Content, sondern generell für nicht offiziellen Content. Und falls dem so sein sollte, dann kann man Konami allein hier nicht mal wirklich einen Vorwurf machen, sondern sie müssen sich ja dem dann quasi beugen, weil Yu-Gi-Oh! Wie gesagt einfach extrem verteilt ist, was die Rechte angeht, und jeder da irgendwie mit involviert ist, und Konami alleine hat das
gar nicht wirklich zu entscheiden. Ist wie gesagt nur eine Vermutung, muss nicht so stimmen. Könnt ihr entscheiden, ob ihr sagt, ja, das klingt vielleicht logisch oder nee, das ist absoluter Schwachsinn. So oder so begrüße ich diese Regeländerung einfach aufgrund der Tatsache, dass solche Matten und Hüllen ab jetzt von Turnieren verschwinden. Wie gesagt, erstmal nur für die EM, aber hoffentlich danach auch noch auf weiteren größeren Events. Nur für die Leute, die sich halt einfach ganz normale, vollkommen okay Custom Playmats designt haben, tut es mir halt wirklich extrem leid. Die Sache ist aber, seien wir ehrlich, selbst wenn das weiter fortgeführt wird, wird das, wenn überhaupt, nur auf den ganz großen Events wirklich gecheckt werden. Auf Locals oder vielleicht auch auf kleineren Regionals und vor allem natürlich auch bei euch zu Hause ist es weiterhin, denke ich mal, vollkommen egal, was für Matten ihr spielt. Also, wenn ihr Custom Playmats habt, gibt es immer noch genügend Möglichkeiten, die zu benutzen. Nur halt nicht auf den ganz großen Events. Und Real Talk, wie oft geht der Durchschnittsspieler auf eine YCS im Jahr? Vielleicht ein, zweimal? Dann ist das halt so. Wo wir aber schon bei großen Turnieren sind, nächsten Monat findet ja die deutsche Yu-Gi-Oh! Meisterschaft in Münster statt. Also wenn ihr da vorbeikommen wollt, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, werde auch mitspielen. Also falls ihr da zwischen den Runden quatschen wollt, Fotos machen wollt, was auch immer. Ich bin auf jeden Fall am Start, sprecht mich auf jeden Fall an. Übrigens, Grüße gehen raus an die Jungs, die ich vorhin noch in Dortmund gesehen habe am Hauptbahnhof. Also ihr wart auf jeden Fall korrekt. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall dort am Start sein. Falls ihr mich anquatschen wollt, tut das gerne. Es sei denn, ich bin gerade am Spielen. Dann vielleicht nicht, aber danach gerne. Aber gut, Freunde, das wäre es dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mich auf jeden Fall eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Und falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und wir sagen uns dann beim nächsten Mal.